Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier von Risen 3 Dark Waters. Oder Titan Lords, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Dark Waters war der zweite Part. Titan Lords der dritte. Ich bin auch ganz verwirrt. Aber ich glaube wirklich, Titan Lords ist der aktuelle Part. Und wir müssen jemanden treffen heute in dieser Episode. Und wenn wir diesen Herren treffen, werden wir die Macht des Herren vielleicht nicht ganz bekommen, aber einen Teil seiner Macht über Schreiben bekommen. Keine Ahnung. Wir können den Weg hier folgen und da ist er. Flammender Golem. Ob wir den besiegen, das ist eine andere. Man ist mal so. Ich glaube, wir gehen richtig. Ansonsten kann ich ja für nichts einstehen. Nur kurz eine Abkürzung genommen, aber. Na gut, wir gehen weiter den Weg entlang und hoffen wir, dass wir heute ein leichtes Spiel haben, denn schon in der letzten Episode war nicht gerade Kirschenessen mit uns. Da haben wir uns ein bisschen verirrt und verlaufen. Und wir haben doch schon ein paar Feuergolems besiegt. Und es ist ein spezieller Feuergolem. Nö, nicht wirklich, hä? Ach, zu zwei geht er schon. Los, aber langsam. Feuerregen, wir haben doch schon Feuerregen. Haben das hier auf jeden Fall. Was auch immer das ist, Magie. Wir haben Feuerregen. Und jetzt viermal. Wow. Was ist denn das hier schon wieder? Keine Ahnung. Wir haben es dreimal. Undurchdringbar und somit schwerer verletzbar. Das ist so schön. Noch nie eingesetzt, aber gut. Bruchstück von Mara. Mendoza erzählt mir von dem Bruchstück der Leiche der verstorbenen Titan-Lady Mara aus dem zweiten Part. Es soll am östlichen Strand der tropischen Insel Kila angespült worden sein. Sind wir hier auf Kila? Nein, natürlich nicht. Boah. Na gut. Reisen wir nach Kila, meine Freunde. Wir haben heute wirklich ein Reisefieber. Nach da, nach dort, nach tralala, nach lululu, hiljahuhi, zurück, vorne, rechts, links. Man ist ja sehr schön. Komm mit. Klar. Nach dem östlichen, oder was? Kommen wir ja Westen oder östlich unterscheiden? Nein, nun nicht. Okay. Mappe hier. Aha. Dann heißt es schwimmen. Da haben wir auch Pettel zuerst getroffen. Also wir waren schon, keine Ahnung, wie viele Stunden im Spiel. Und haben dann erst unsere Schwester getroffen. Das war schon ziemlich skurril. Eigentlich das erste, was wir machen wollten, war die Schwester treffen, aber da haben wir irgendwie uns verloren und teilweise nicht mehr gefunden und naja. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja alles, was wir brauchen. Und nun werden wir nach und nach alles abarbeiten, was wir so haben. Okay, die Musik ist noch da. Ich dachte schon, oh, keine Musik mehr da. Ups. Irgendwie ein Schatz oder so. Oh Mann, da ist wieder diese beschissenen kleinen Viecher. Ach, die sind tot. Haben wir die schon umgenietet? Hä? Wie? Hier? Bruchstück der zerstörten Mara. Ich glaube, da wedelt hier einfach nur im Wind. Ja, wir haben hier schon aufgeräumt. Das sieht man ja.
Seelenstaub für Edward. Meint, er könne mir Menschlichkeit zurückgeben. Dazu braucht er 5 Häufchen Seelenstaub. Ach, wir müssen aber nach Kalador. Haben wir die Seelenhäufchen schon beieinander? Ich weiß gar nicht. Wir schauen einfach mal nach, ob wir die Sachen dabei haben oder nicht. Dann lassen wir es mal. Komm mit. Ja. Bis da hinten. Ach, meine Güte. Kann der nicht aussuchen, wo er ist, oder was? Der muss ja irgendwie am anderen Ende des Ortes sein. Ist ja nicht so schlimm, aber zieht sich einfach hin. Was zieht sich hin? Gut, dann müssen wir hier durch, dann da lang und... Ja, irgendwie wird es denn schon durchgehen. Keine Ahnung wie, aber wir werden es schaffen. Endlich kriegt meine Waffe. Hier ist schon wieder was. Wir haben aufgeräumt. Haben wir hier nicht aufgeräumt? Ich habe keine Ahnung. Könnte sein, dass wir nicht aufgeräumt haben. Oder nicht so gut geputzt haben wie auf der ganzen anderen Welt. Aber ich lasse mich jetzt nicht beeindrucken. Ist er schon tot? Hier liegen Leute am Boden. Oh, ist wohl ein bisschen mehr passiert, als nur jemand vorbeigekommen. Wir sollen nach oben irgendwie durch. Auf die andere Seite kommt man nur, indem wir nach oben gehen. Ich begreife gerade nicht so ganz, aber wir lassen uns nicht beirren und gehen den Weg, den wir eigentlich machen, tun, lassen sollten. Keine Ahnung. Komm mal hier rüber. Wir gehen jetzt hier nach oben weiter. Ja, na schau mal an, hier geht es natürlich weiter. Waren wir doch schon, oder? Wir haben hier die alte niedergemetzelt. Ja, das ist. Mann, da verzieht das Ding immer wieder. Keine Ahnung wie und warum. Waren wir schon hier hinten? Hier hinten waren wir wirklich schon? Haben wir schon alles entdeckt, oder was? Hey, ich denke, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Ab jetzt bin ich wieder bei deiner Crew. Dieses Reisen macht mich ganz krank. Ich bin ja nie weit von zu Hause weg gewesen. Und nun bin ich auf den entlegensten Inseln der Südsee unterwegs. Welche Landratte hält das lange aus? Du wirst es überleben. Hoffentlich. Du hast mir versprochen. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Die Heimat meiner geliebten Vorfahren hat sehr gelitten. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich unser Reich wieder aus ihren Ruinen erhebt. Ich werde alles tun, damit es auch dazu kommt. Oh, sehr schön. Ich werde dir helfen, dein Erbe zu finden. Danke. Ich verspreche dir, es wird nicht zu deinem Schaden sein, wenn wir Erfolg haben. Schon gut. Verteile deine Beute besser erst, wenn du sie hast. Dann lass mich dir folgen hier in Kalador. Irgendwo weit im Südwesten der Eisenbucht werden wir mein Erbe finden. Ich werde es dir sagen, wenn wir in die Nähe kommen. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Hier. Tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Was genau ist dein Erbe hier in Kalador? Ich weiß nicht, was nach so vielen Jahren noch übrig ist vom großen Geschlecht der von Dreel. Doch hat mein Vater mir oft von unseren Ländereien hier in der Eisenbucht erzählt. Ländereien? Wow. Das hört sich nach einer großen Sache an. Ja. Ich weiß, dass mein Erbe da ist. Und ich werde es finden. Dein Großonkel Randolph war aber kein Fischer, oder?
Schöpfe, du hörst mir nicht zu. Ja, das ist Randolf von Drehl war ein dunkler Krieger. Seine Ländereien liegen im Südwesten der Eisenbucht. Berühmt und ruhmreich führte er sein Gefolge in die Schlacht gegen die Unholde, die das Land bedrohten. Also sprich von ihm mit etwas mehr Respekt. Wir sollten jemand in der Zitadelle nach deinem Großonkel Randolph fragen. Ich will mir erst das Land meiner Vorfahren im Südwesten anschauen. Führe mich dorthin und ich werde dir sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ach so. Ob dein Großonkel Randolph oft in der Taverne war? Ich wage zu bezweifeln, dass es die Taverne zur Zeit meines Großonkels überhaupt schon gab. Ich denke, dass das Gebäude früher eine wichtigere Funktion hatte, als Raufbolden und Bauern als Tränke zu dienen. Wir müssen weiter im Südwesten suchen, wenn wir mein Erbe finden wollen. Na dann. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Oh. Wir sollten uns wieder trennen. Klar. Und du bleibst du hier, oder was? Komm mit. Ja. So, jetzt müssen wir den mit dem Herren auf der Spur der Vergangenheit. Im Südwesten. Finde ich sehr schön, dass da unten. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Kalador fast nur noch aus Ruinen besteht. Wo ist die großartige Zivilisation aus den Erzählungen? Die ist nicht mehr existent, mein Freund. Aber hier ist es wirklich schön, nur mal so zum Sagen. Also hier gefällt es mir. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. So, ja, ja. Diesen Drachenkacker kann man auch irgendwie hin. Warte, hier ist es. Hier auf der Hochebene muss das Haus meines Großonkels Randolph sein. Folge mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen. Geh vor. Ich folge dir zum Haus deines Großonkels. Schnell. Ich habe so ein Gefühl, dass ich weiß, wo ich suchen muss. Ja, wahrscheinlich im Grase. Aufgepasst! Hab schon gedacht. Aber na gut, da vorne ist wieder der nächste. Nashorn. Mann, es ist wirklich schön. Wirklich schön. Nur ein paar Sachen jetzt hier unten, aber... Hey! Und lass uns weitergehen. Ich bin ja schon dran, aber du verpennst die ganze Sache hier. Jetzt mach doch. Verdammt, es muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht ist es etwas mehr an der Küste. Ich weiß nicht. Mein Vater hat mir die Hochebene genau beschrieben. Aber das hier? Gehen wir weiter. Gut, versuchen wir es an der Küste, wie du gesagt hast. Folge mir, da hinten sieht es vielversprechend aus. Bei den Tieren oder was? Das ist ehrlich gesagt wirklich schön mit den Blumenfeldern hier und den ganzen Sachen. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das! Ach, ich schaff's auch schon allein, aber ansonsten. Hey, komm mal her, Spinni! Oh, die haben sich selbst getötet. Naja, die haben sie irgendwie selbst getötet. Oh. Nicht angreifen! Oh oh. Hallo? Na, du kommst als nächstes dran. Und der ist immer noch an der einen dran? Ach so. Diese Viecher sind eine Plage. Na und wohin soll es denn jetzt gehen? Hier oder was? Hier soll ein Garten sein. Altes Wissen. So endet also meine Suche bei nichts weiter als einem Haufen Steine. Das ist es? Ja, der Ausblick auf die Berge, die Form des Landes. Alles genau so, wie es mein Vater mir beschrieben hat. War dein Vater schon einmal hier? Nein, er kennt dieses Land auch nur aus Erzählungen. Jedoch sind sie ziemlich präzise. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Das sagt sich so leicht. Dein Verlust ist es ja nicht. Trotzdem danke für deine Hilfe. Wie auch immer, ich muss in die Zitadelle. Einer der dunklen Krieger muss doch noch etwas vom alten Randolph wissen und was mit seinem Land geschehen ist. Komm mit. Natürlich. Aha, wir gehen also weiter mit Edward und dem Herren Randolph, beziehungsweise das Anwesen des Randolphs.
Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Wie es weitergeht mit den Herren, das wissen wir jetzt eigentlich noch nicht. Aber was wir bestimmt wissen, ist, dass heute Schluss ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's. Tschüssi!